Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Investitionen in Bildung, in Wissenschaft verlangen einen langen Atem. Aber sie sind die erfolgreichsten Investitionen, wenn es darum geht, Wohlstand zu schaffen, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und den Menschen ein gutes Leben zu bringen. Deswegen sind die 17 Milliarden Euro, die wir jetzt ausgeben können für Bildung, Wissenschaft und Forschung, im Vergleich zu 2005, wo es 10 Milliarden waren, eine sehr, sehr gute Nachricht. Sie sind das Beste, was wir tun können für dieses Land, dass es auch den nächsten Generationen gut gehen kann. Und meine Damen und Herren, wenn man sich anschaut, was wir erreicht haben, dass die Erwerbslosenquote die niedrigste in der Europäischen Union ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit am niedrigsten ist auf unserem Kontinent, dass wir erreicht haben, dass Unternehmen immer mehr in Forschung und Entwicklung investieren und dass wir auf diesem Weg unter die Top 10 der weltweit stärksten Volkswirtschaften gekommen sind, zu den innovativsten Regionen der Welt gehören, dann können wir ein Stück weit darauf stolz sein. Denn das, was wir geschafft haben, ist Ergebnis einer 10-jährigen Politik und einer Politik, die nicht von heute auf morgen und kurzatmig ist, sondern die große Verlässlichkeit hat, die Kontinuität, Vertrauen und Verantwortung in Wissenschaft hat, die auf Exzellenz und Internationalität setzt und die klar für eine Zusammenarbeit mit den Bundesländern ist und die deswegen das Ganze im Blick hat, die gesamte Wissenschaft, die gesamte Bildung. Nur wenn die Welt der Wissenschaft mit der Welt der Wirtschaft zusammenkommt, entsteht wirkliche Wettbewerbsfähigkeit. Und die Union bekennt sich deswegen ausdrücklich zu einer engen Kooperation von Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit den Unternehmen in unserem Land. Technologietransfer ist für uns eine ganz zentrale Aufgabe der Wissenschaft. Und deswegen sehen wir auch die Karrierewege, die jetzt durch die Exzellenzinitiative und durch die vielen jungen Leute, die jetzt ausgebildet werden an den deutschen Hochschulen, die promovieren, nicht beschränkt auf die Wissenschaft, sondern gerade sehen wir auch hier die Karriere in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Wir brauchen die jungen Leute in den Unternehmen, damit sie erfolgreich sind und dass wir wettbewerbsfähige Produkte herstellen können. Der Bund übernimmt Verantwortung für das Ganze. Wir haben den Hochschulpakt initiiert und werden bis zum Ende des Jahrzehnts insgesamt 1,5 Millionen zusätzliche Studienplätze geschaffen haben. Was für eine großartige Sache. 1,5 Millionen zusätzliche Studienplätze. Wir haben den Qualitätspakt Lehre aufgerufen, um gerade auch etwas im Bereich der Lehre an den Hochschulen zu tun. Wir haben mit dem Tenure-Track-Programm, einer Parlamentsinitiative, 1000 zusätzliche Professuren. Und man muss der Bundesministerin Wanka ausdrücklich danken, dass sie es geschafft hat, in harten Verhandlungen mit den Ländern zu erreichen, dass diese 1000 Stellen zusätzlich in den deutschen Hochschulen geschaffen werden. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass das, was wir erfolgreich gemacht haben im Bereich der außeruniversitären Forschung, dass das Wissenschaftssystem wächst über die Jahre, auch da eine Verlässlichkeit über mehrere Jahre geplant, dass das auch notwendig ist im Bereich der Hochschulen. Das Hochschulsystem muss wachsen. Das ist Aufgabe der Länder. Wir können dabei helfen, aber es ist zunächst einmal Aufgabe der Länder. Und dieses Tenure-Track-Programm hat wirklich eine ganz großartige Wirkung. Wir unterstützen die Fachhochschulen und wir engagieren uns natürlich auch im Bereich der Bildung. Das aber auf eine intelligente und verantwortliche Art und Weise, weil es richtig ist, was Bundesminister Wolfgang Schäuble heute Morgen gesagt hat, Verantwortung und Finanzen müssen immer zusammenkommen. Es ist niemandem geholfen, wenn wir Geld und Finanzen zur Verfügung stellen und an der anderen Stelle jemand das Geld wegnimmt und sich zurückzieht. Nein, das Ganze muss verantwortlich sein. Deswegen ist diese Exzellenzinitiative Lehrerbildung eine ganz wichtige Initiative gewesen. Wir haben erreicht, dass nach Jahrzehnten, in denen die Länder untereinander sich die Lehrerbildung nicht anerkannt haben, dass das jetzt damit ein Ende hat. In Zukunft sind die Lehrer, werden gegenseitig anerkannt, eine ganz wichtige Maßnahme. Und wir haben mit diesem Wettbewerb auch deutlich gemacht, wo Lehrerbildung gut funktioniert, an welchen Hochschulen eine hohe Kompetenz ist
Und es gab welche, die in diesem Wettbewerb durchgefallen sind und die heute hoffentlich intensiv darüber nachdenken, was sie in Zukunft anders machen müssen. Denn eine Lehrerausbildung ist eine ganz zentrale Aufgabe für eine Hochschule. Hier werden die Leute ausgebildet, die in Zukunft den jungen Leuten etwas beibringen sollen. Deswegen ist das richtig gewesen, sich an dieser Stelle zu engagieren. Ich finde, wenn man weiß, dass wir 64 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode eine Entlastung für Bund, für die Länder und für die Kommunen leisten, 64 Milliarden Euro, dann kann man nicht das Zerrbild erzeugen und beschreiben, dass wir uns nicht engagieren dafür, dass auch in dem Bereich der Schulsanierung etwas passiert. Dieses Geld muss dort ankommen. Und wo es nicht ankommt, muss man mit den Bürgermeistern, mit den Ministerpräsidenten und Ministern reden und diesen Streit vor Ort führen. Da ist nicht der Bundestag der richtige Ort, sondern das Landesparlament oder das Kommunalparlament, meine Damen und Herren. Notwendig ist ohne Zweifel ein weiterer Schulterschluss mit den Bundesländern, mit der Wirtschaft, mit den Tarifvertragsparteien, um in Zukunft im Bereich der Bildung etwas zu erreichen. Wir haben eine große Herausforderung dadurch, dass immer mehr junge Leute an die Hochschulen gehen, weniger in die duale Ausbildung. Und hier, glaube ich, sind wir alle miteinander gefordert. Und da wird der Bund seinen Beitrag leisten. Wir müssen erreichen, dass es eine ordentliche, qualitativ hochwertige und überall angebotene Berufsberatung und Berufsorientierung gibt, und zwar an Oberschulen wie an Gymnasien, was es jungen Leuten auch die Perspektive richtig aufgezeigt wird, dass wir weniger Menschen haben, die in eine Hochschule strömen, dort scheitern und als Plan B dann in die duale Ausbildung gehen, sondern dass wir ein richtiges Bild zeichnen und den jungen Leuten vermitteln über die Chancen, die man in der dualen Ausbildung, in der betrieblichen Bildung hat. Wir müssen uns dafür engagieren, dass aus diesen 16.000 Studiengängen, die wirklich nicht zu erklären sind und wirklich auch so nicht zu begründen sind, ein vernünftiges Maß wird, wo junge Leute und auch Unternehmer im Übrigen wissen, was sich hinter einem Studiengang verbirgt. Ich glaube, diese 16.000 Studiengänge sind etwas, was uns nicht zufriedenstellen kann, wo wirklich etwas passieren muss. Und ich habe schon genannt, wir haben mit der Lehrerbildung auch schon einen ganz wichtigen Punkt gesetzt, dass im Bereich der Bildung von Lehrerinnen und Lehrern etwas passieren muss. Die großen Herausforderungen, die vor uns stehen, die wir mit diesem Haushalt angehen und die dann auch in der nächsten Legislaturperiode weiter bearbeitet werden müssen, sind ohne Frage die Digitalisierung. Und da geht es auf der einen Seite darum, Kompetenz zu stärken in Unternehmen, bei jungen Leuten, bei Auszubildenden, bei den Fachkräften, die heute in Unternehmen sind und ihren Mann stärken. Es geht darum, neue Lehrkonzepte und Lernkonzepte an Universitäten zu fördern und dort auch im internationalen Wettbewerb stärker wieder mitzuspielen. Es geht darum, dieses große Thema Big Data in allen Bereichen zum Durchbruch zu verhelfen, beispielsweise in der Medizin. Viele Krankheiten werden besser zu behandeln, werden klarer auch zu fassen, wenn wir in diesem Bereich schon weiter werden. Da ist eine Frage, die wir miteinander zu diskutieren haben, ob die Form des Datenschutzes, die wir heute praktizieren, uns wirklich nutzt, dem Einzelnen nutzt, oder ob sie nicht im Zweifel schadet. Und diese Diskussion ist streitig, aber sie muss zwingend geführt werden. Es geht darum, die großen Volkskrankheiten zu adressieren, Krebs, Demenz, psychische Erkrankungen. Ich glaube, dieser Haushalt bietet eine gute Möglichkeit, auch den Menschen im Land zu zeigen, hier wird etwas ganz konkret für die auch individuellen Bedürfnisse getan, für die Sorgen, die wir uns alle miteinander machen. Und natürlich muss es darum gehen, mit der Energieforschung die großen Herausforderungen der Energiewende mit anzugehen und mit zu unterstützen. Ich finde, wenn wir darüber sprechen, Aufstieg durch Bildung, haben wir in dieser Legislaturperiode sehr viel bewegt. Und ich finde es nicht in Ordnung, wie über das Deutschlandstipendium gesprochen wird. Die hohe Anzahl von Unternehmen und Privatpersonen, die sich engagieren, jedes Jahr aufs Neue und immer mit einer steigenden Zahl, ist doch eine zutiefst erfreuliche Entwicklung. Ich verstehe gar nicht, wie man so einen ideologischen Kampf führen kann, der irgendwie Jahrzehnte uns rückwärtsgewandt scheint. Hier engagieren sich Menschen, die helfen. Und ich finde, das ist eine erfreuliche Entwicklung. Die BAföG-Reform und die Erhöhung der Sätze, es ist etwas, was wir wirklich schwer erkämpft haben. Ein großer finanzieller Beitrag,
der aber jetzt ganz konkret bei den jungen Leuten im Land ankommt. Und Meister BAföG und die Begabtenförderungswerke sind beide auch genannt worden. Wir haben wirklich etwas dafür getan, dass Aufstieg durch Bildung möglich wird, dass sie unterstützt wird. Und ich glaube, das ist ein positives Signal. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch auf die Forschung in den neuen Bundesländern zurückkommen. Und ich bin froh darüber, dass wir in dem Haushalt, der jetzt zu Ende geht, 2016, erreicht haben, dass wir unter Programmfamilie Unternehmen Regionen aufgestockt haben. Wir haben dort einen Beschluss, dass das Parlament sagt, wir wollen, dass dieser erfolgreiche Förderansatz, in dem so viel Positives in den neuen Bundesländern entstanden ist, auch auf ganz Deutschland ausgeweitet wird. Ich bin aus eigenem Erleben tief beeindruckt, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung als ein wirkliches Aufbau-Ost-Ministerium Dinge neu initiiert hat, Unternehmen zusammengebracht hat, zu Wachstum erzeugt hat. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, auf die wir ebenfalls gemeinsam stolz sein können. Vielen Dank. Vielen Dank, das war vorbildlich. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Rosemarie Hein, Fraktion Die Linke.